Extraherz, das Studentenmagazin. Unsere Themen heute: der Saxophonist Peter Lehl und Schwerterschwingen mit Gesangsprofessor Friedemann Röhlich. Musik und Kampfkunst. Klingt ganz cool, scheint aber irgendwie nicht so zusammenzupassen. Doch, der Gesangsprofessor Friedemann Röhlich schwört auf die Verbindung von Kampfkunst und Gesang. Jaido heißt dieses lustige Schwerterschwingen, und was das alles mit Gesang zu tun hat, das seht ihr jetzt. Man kennt auch seine Stimme jetzt mittlerweile lang genug und hat schon im Ohr, wie es klingen sollte. Und man macht's und... ja, es ist weit weg davon und man muss überlegen, woran es liegt, und man muss es immer wieder probieren. Es ist immer ein innerer Kampf und manchmal gewinnt auch einfach der andere. Zufälligerweise bin ich Sänger, Musiker, und zufälligerweise, wenn es Zufälle gibt, bin ich auch Kampfsportler oder Kampfkünstler. Kunst, ja, ist also sehr nah. Und es gibt also ganz große Parallelen in Körperwahrnehmung, in Präsenz, in dem, was ich will, also die Beschäftigung mit mir selbst. Ja, ich unterrichte Jaido, japanischen Schwertkampf. Und sobald es losgeht, die Drehung in die, sozusagen in die 45 Grad dahin. So, jetzt bist du schon wieder raus. Fiese Nummer. Ja. Manchmal will der Kopf Dinge, die der Körper irgendwie nicht umsetzen kann, und das kann einen unglaublich wurmen. Also man hat ganz klar, ja, ich muss das machen und den Bewegungsablauf, das ist ja nicht so schwer, und dann macht man es und der Körper macht irgendwas und es nervt einen total. Und man muss dagegen, man muss einfach dagegen kämpfen. Sich halt auch nicht mit anderen vergleichen, und das ist manchmal halt auch schwer, wenn man sieht, okay, der singt jetzt schon das und das, und man denkt so, okay, was ist jetzt eigentlich mit mir? Du traust dem Frieden nicht, dass das kommt. Ja, das kommt aber. Trau mal deiner Stimme zu, was kommt, und das kommt dann auch, garantiert. Sehr gut. Wer zweifelsfrei ist von sich, also ja, der kommt nicht weiter. Ich glaube, der Zweifel ist eine ganz, ganz große Triebkraft. In meinem normalen Leben bringt mir Jaido einfach eine Größe. Man nimmt die Welt drumherum anders wahr, man nimmt sich anders wahr, weil man einfach eine gewisse Ruhe dann auch hat, weil man weiß, man kann was. Man lernt Balance, man lernt Körperwahrnehmung, mit welchem Bein stehe ich denn jetzt vorn, mit welchem gehe ich jetzt zurück. Ziehen. Jawohl. Und man kann natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges lernen, nämlich die Konfrontation mit einem Gegenüber. Wegschieben. Stich. Da ist mein Partner, da ist der, dem ich vorsinge, vielleicht ein Castingdirektor oder sowas, und ich mache das jetzt. Ich setze den Schnitt, man könnte auch sagen, ich singe diesen Ton. Ach, die Hochschule für Musik Karlsruhe, Heimat von Haydn, Händel und Hartmann, ein Hort der Klassik. Aber was, wenn man nicht nur Kontrapunkt und Generalbass, sondern auch den Jazz im Blut hat? Kein Problem, denn mit Peter Lehl unterrichtet seit ein paar Jahren auch ein waschechter Jazzdozent hier. Und der gibt seine Leidenschaft für das Saxophon und den Jazz nur zu gerne an die Studenten weiter. Der Saxophonist Peter Lehl stand schon auf vielen internationalen Bühnen. 2004 begann er als Dozent an der Musikhochschule Karlsruhe, und mit ihm kam der Jazz. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Neben den Fächern Jazzharmonielehre, Jazzgeschichte und Improvisation coachte er die neu gegründete Big Band, für die er auch heute noch verantwortlich ist. Das macht deshalb besonders viel Spaß, weil sich das so richtig schön entwickelt hat, dass es ja ein Ensemble ist, das wirklich regelmäßig 2-3 Konzerte pro Semester mit durchwechselnden Besetzungen, mit durchwechselnden Programmen spielt. Das heißt, es funktioniert eigentlich schon ganz gut. Und ich merke es auch daran, dass ich überhaupt keine Besetzungsprobleme mehr habe, dass die Leute wirklich gerne kommen, weil es schon so ein bisschen was Besonderes ist, bei der Big Band mitspielen zu können. Peter ist ein unglaublicher Musiker, also vor allem als Saxophonist schätze ich ihn sehr. Und auch als Big Band Leiter hat er immer eine gute Hand mit der Band und ist ganz unkompliziert als Bandleader. Und das ist auf jeden Fall eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Seine Studenten schätzen vor allem seine entspannte und offene Art. Also wenn man ihn sieht, merkt man das auch schon. Also so vom Typ her, geht auf die Leute zu und ja, fantasievoll, finde ich. Also geht auf jedes Stück einzeln ein und geht auch auf, hat keine Schranken, sondern hört sich alles an, ist für ziemlich viele Musikstile offen. Peter Lehel versucht, seine Schüler dazu anzuregen, eigene Ideen zu entwickeln und sich auszuprobieren. Dadurch will er ihnen eine gewisse Unabhängigkeit mit auf den Weg geben. Als Jazzdozent versucht man eigentlich, die Grundlagen zu geben, die notwendig sind. Aber möglichst früh soll eigentlich der Student oder der Schüler selbstständig arbeiten. Aber Peter Lehel ist nicht nur Pädagoge. Konzertreisen führen ihn in die ganze Welt. Er hat sein eigenes Label und ist Mitglied in vielen Jazzformationen, wie dem Peter Lehel Quartett. Seit 16 Jahren stehen diese vier Musiker zusammen auf der Bühne. Eines ihrer Projekte in Karlsruhe ist Jazz Wanted. Bei dieser Art von Konzert wurde ich uns selber überrascht. Ich habe eine Liste von über 400 Stücken zusammengestellt aus der Jazzgeschichte. Und das sind viele Stücke, die habe ich in meinem Leben noch nie gespielt, beziehungsweise kenne ich gar nicht besonders gut. Ich habe halt gedacht, naja, das nehmen wir jetzt einfach mal rein. Und es wird dann so ablaufen, dass das Publikum hat diese Liste und jeder darf auf den Zettel 2 Stücke schreiben. Die kommen in den Topf und dann wird vom Publikum rausgezogen, dann steht da irgendwie was drauf und wir müssen dann spielen. Das Publikum darf beobachten, wie wir quasi gezwungen sind, irgendwas zu kreieren in dem Augenblick. Und das ist natürlich total faszinierend. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Jugend so zieht. Beautiful Love. Hat man ja jetzt gemerkt, es ist ja ein Wunschkonzert und da ist auch eine gewisse Spontanität gefragt. Ich fand das sehr, sehr, sehr gefühlvoll. Es ist sehr qualitativ hochwertig und sehr harmonisch insgesamt. Die Band spielt sehr, hat eine schöne musikalische Fülle, würde ich sagen. Weil Peter Lehel es einfach schafft, mit der entspannten Art ein unheimlich harmonisches und experimentierfreudiges Klima zu schaffen. Es macht einfach Spaß. Und das ist das Schöne an den Konzerten mit ihm. Mit 11 Jahren hat sich Peter Lehel in den Klang des Saxophons verliebt. Kurz darauf wurde daraus eine bis heute anhaltende Leidenschaft zum Jazz. Das Faszinierende an Jazz ist diese Offenheit, diese Freiheit, dieses vielleicht auch ein bisschen anarchische, was manchmal vorhanden ist. Also meine eigenen Stücke versuche ich heute so zu spielen und unbedingt, wenn es irgendwie geht, am nächsten Abend anders. Das ist das Faszinierende bei Jazz. Man muss sehr schnell denken, spüren, hören können und unglaublich schnell reagieren können. Und diese positive Spannung, das finde ich einfach sehr motivierend. Die letzten 4 Jahre hat sich Peter Lehel verstärkt der Komposition gewidmet. Man darf gespannt sein, welche Projekte er sich noch so einfallen lässt. Musik.